So, hallo und ein herzliches Willkommen hier auf RaccoonCast zu einer neuen Ausgabe von Prison Architect. Ich muss natürlich nochmal von ganz vorne anfangen, denn ja, die anderen Sachen, das ging ja alles irgendwie ein bisschen in die Hose. Da hatte ich den normalen Client quasi vom Spiel drinne und das hat alles nicht so funktioniert. Das konnte ich natürlich nicht übernehmen, weil ich ja jetzt ein ganz anderes System benutze. Deshalb fangen wir einfach nochmal von vorne an, ohne groß drumherum. Ja, wir sind natürlich dabei, unser erstes kleines Gefängnis zu bauen. Zumindest versuchen wir das. Es hat sich wahrscheinlich einiges getan. Das da erkenne ich zum Beispiel nicht. Das da weiß ich auch nicht genau, was das ist. Also ist vermutlich irgendwie Akku oder sowas. Das ist wahrscheinlich Kabel. Aber so wirklich was sagen, tut mir das nicht. Nix. Nicht. Nix. Nee, nix. So, was machen wir denn jetzt am Anfang? Also ich glaube, ein kleines Gefängnis wäre da ganz gut. Kostet das eigentlich was? Ich glaube nicht. Aber wirklich für einen Anfang, denke ich, ist das ganz okay. Kann hier eine Wand hinbauen. Und ich glaube, wir machen das so. Und dann können wir hier nämlich noch runterbauen. Dann ist da ein Eingang und da ein Eingang. Ich denke, das ist ganz gut. Wie gesagt, wir fangen da jetzt einfach mal klein an. Und schauen dann mal, wie sich das entwickelt alles. Mit der Steuerung bin ich mir auch noch nicht mehr ganz so sicher. Uiuiui, da geht das Geld schon flöten. Ja, das kennen wir ja eigentlich alles. Das ist schon okay. Ja, Delete. Und in 21 Spielstunden kommt schon die erste Ladung Prisoners. Und ich weiß noch, warte mal, wie war denn das? Ich glaube, wir machen da am Anfang so ein Auffanglager. War das, glaube ich. Rooms, nee, Rooms brauche ich nicht. Materials, nee, Foundations, Objects. Die haben das ein bisschen umgeändert, glaube ich. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich mache diese hier da rein. So, das sollte doch erstmal okay sein. So, a large jail door. Da können wir so eins reinpacken. Holding Cell, das war das. Aber da fehlt natürlich erst noch, die bauen erst noch da unten weiter. Okay. Alles klar. Cleaning Cupboard. Ja, ich muss mich da echt erstmal nochmal ein bisschen reinversetzen. Common Room. Laundry gibt's jetzt. Kennel? Was ist? Ach, where your dogs. Wow! Coole Sache! Coole Sache, das. Muss ich zugeben. Man kann jetzt also auch Hunde irgendwie. Hunde bekommen. Ah, da kann... Ah, cool. Das ist auch nicht schlecht. Da kann man so ein bisschen vorplanen. Ohne, dass das dann gebaut wird. Utilities. Wir brauchen auf jeden Fall einen Power Room. Wie machen wir das hier so? Wir müssen aufpassen, wir haben da echt ein bisschen... Bei sowas bin ich irgendwie nicht ganz so gut,
muss ich zugeben. Wie war denn das? Ich glaube, das habe ich jetzt doch zu... Also ich glaube, wenn wir das so hinbauen, dann können wir hier außen dann... Uiuiui, einer kostet 1000. So Capacitors reinmachen, aber wir brauchen ja auch eine Wasserpumpe und die kostet 5000. Ach du. Ist ja schrecklich, ist das. So, ja, Energie kommt noch. Rooms, das wird nämlich eine Holding Cell. So, und wir brauchen natürlich aber auch Leute. Zack, zack. Und einen Warden und der braucht aber auch einen Raum. Der bekommt hier seinen Arbeitsplatz. Oh je, 17 Stunden. Das da wird hart, sage ich euch. Das da wird hart. Das hört sich nach Strom an. Ach ja, da ist ein Capacitor. Ach, die brauchen noch einen Eingang, alles klar. Bei den Türen fängt es schon an. Da geht aber, glaube ich, eine normale Tür. Soweit ich weiß, wo ist denn eine normale Tür? So. Da ist es. Das können wir da oben hin machen. Nein! Verdammt, da habe ich nicht aufgepasst. Da müssen wir natürlich dann nochmal eine Wand ziehen. Na, das ist blöd. Ja, ich erinnere mich, da war irgendwie was. Dass das immer so ein bisschen komisch da war. So, da haben wir Strom. Das heißt, wir können das hier einfach mit Strom versorgen jetzt. Aber Wasser brauchen wir definitiv. Aber das Geld haben wir nicht mehr. Leute, da ist schon zu spät jetzt. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ich sehe schon kommen. Ich sehe schon kommen, wie das hier wird. Rooms, das wird das Office und ich glaube, da das das erste Office ist, wird das auch dem sein Office werden. Ja, Wardens Office, das hat er sich automatisch geschnappt. Den Warden, eigentlich hätten wir den, eigentlich können wir den, warte mal, wo war denn das? Da, den können wir eigentlich noch feuern. Den brauchen tun wir den im Moment noch nicht. Dann können wir ja einfach ja, dann später, wenn dann die ersten Leute kommen, können wir das dann machen. So, das da braucht er, das weiß ich noch. Filing Cabinet, das weiß ich auch, dass er das braucht. Und natürlich einen Stuhl? Gab es da nicht noch einen anderen Stuhl? Ist egal. Wir packen dem einfach mal so ein bisschen was rein. Ich muss da echt nochmal reingucken, so ein bisschen. Order an immediate search of all cells. Oh. Na, das wird lustig. Jobs, ja, das ist okay. Regime, ja, das ist auch okay. Ach so, das, Ich glaube, dann machen wir das hier. Build a medical ward. Ich denke, da können wir schon mal mit anfangen, einfach, weil brauchen tun wir das auf jeden Fall, wenn die anfangen, sich abzuschlachten und sowas. Das wird auf jeden Fall notwendig werden dann. 7, 9. Ja, das sollte passen soweit. Da gucken wir einfach mal. Objects. Da kann natürlich dann auch eine Tür rein. So, die haben Licht. Die haben... die brauchen... Ah ja, eine Bank noch natürlich. Benches. Eine
Geht das so? 2, 3. Ach ja, komm, das ist okay so. Das ist ja nur zum Auffangen quasi. 1. Und 2. Und sollen wir einfach... Ach so, halt, warte mal. Ich hätte ja hier eigentlich... Eigentlich... Objects war das, glaube ich. Dismantle Object. Ja, genau. Dismantle Door. In Progress. Gut. Dann machen wir da nämlich eine Staff Door draus. Und ich glaube... Aus dem hier auch. Dann kommen nämlich die anderen da nicht... Also die Gefangenen nicht rein. Ich denke, das ist ganz gut. Ich denke, das können wir so lassen. Paving Stone. Sollen wir das schön machen? Ja gut, da können... Ich glaube, ich bin echt... Ah, Wasser. Wasser. Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Was bekommt denn der Dingens hier? Der bekommt weiße Tiles. So, da können wir jetzt erstmal... Wasser, Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Das Wasser machen wir hier. Das Wasser machen wir hier hin. Das sollte eigentlich gehen. So. Das da müssen wir natürlich noch verknüpfen. Zack, 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 zack. Das da braucht auch Strom. Bureaucracy. Ich glaube, die brauchen wir auf jeden Fall dann auch. 11 Stunden. Ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht... Na gut, ich sag jetzt mal, also den als Auswahl zu haben, das kann ja nichts schaden. Ich denke, das sollte eigentlich so gehen. Wir gucken einfach mal. Wir brauchen ja eh dafür da Medical Ward. Da können wir dann das auch direkt auswählen. Wo ist das? Wo ist das? Stuff Room. Wo ist denn das? bin ich blind? Ist das in Area? Ach hier, ja, war klar, ja. Ja, wir brauchen natürlich erst den Doktor, das war natürlich klar. Den hier, beziehungsweise, ja, Requires a Warden, den haben wir ja, dann hier den Doktor. Dass wir hier eine Medical Ward hier bauen können. Und... Eine Küche brauchen wir definitiv auch. Und da unten muss auch noch eine Tür rein. Mann, Mann, Mann. Oje, oje. Wenn es da schon... Was ist denn das? Ach so, ja genau. Da muss natürlich auch die Tür rein. Die haben die Tür da weggemacht. Ah, so. Workshop Saw. Ist ja geil. Laundry Machine. Dock Crate. Oje, oje, da kam echt ein bisschen was dazu. Muss ich zugeben. Da bin ich ja mal gespannt, wie das hier wird. Also, wenn wir da ein bisschen weitermachen. Braucht das noch was? Außer Wasser? Requires Entrance. Ja, klar. Das ist klar. Und das ist... Ist das jetzt... versorgt mit Dingens oder was macht denn eigentlich da? Ah, ja, das ist genau wie diese Switch. Das brauchen wir, denke ich, ja
Zimmer noch nicht. Ich würde sagen, wir können hier so eine Art zentrales Pumpensystem machen. Und von da können wir auf jeden Fall einmal hier hoch und einmal hier hoch. Und das braucht unbedingt mehr Strom. So, Capacitor. So, das ist doch connected. Das funktioniert doch, oder? Oder nicht? Ich denke, so wie das aussieht. Sollte das gehen? Remove Tunnels? Ah ja, I see what you did there. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wie das wird hier. Oh je, oh je, oh je. Ich sehe schon hier Dinge auf mich zukommen. Ich glaube, die will ich gar nicht sehen. Wieso brauchen wir hier noch was? Was macht denn... das wollte ich nicht. 2 Stunden noch. 7 Stunden, ja, das ist okay. Ich muss da unbedingt mehr reingucken hier in das. Ich habe das noch nicht so ganz, da bin ich noch nicht so mit dabei irgendwie. Ich weiß auch nicht. Normal Risk, Open. Ja, das ist okay. Die machen da. Ja, das ist auch okay. Ich denke, das ist auch okay. Also, 12 Dollar pro Tag, pro Gefangenem. Ich denke, das ist okay. Das ist. Wir gucken einfach mal, bis die ersten dann da sind. Ja, da ist doch eine Tür dran. Jetzt bau doch mal da eine Tür rein, Jungs. Nicht nur da Pumpe und so. Da ist doch die Tür. Da ist doch eine. Oh, bin ich blöde jetzt. Ich habe doch da eine Tür reingemacht. So, irgendwie. Ja, switch on. Ja, an ist das Ding. Aber. Hoppla. Nee, das war das Falsche. Ach, das sehe ich ja. Ah. Okay, alles klar. Das kostet 1000 Dollar, ey, das Teil. Das ist nicht so cool, eigentlich. Naja, wir gucken einfach mal. Im Moment geht's uns ja ganz gut, eigentlich. Hire at least 2 doctors. Hire. Psychologist. Das müssen wir auch noch machen. Dass wir da die anderen 10.000 bekommen. Na, das wird knapp. Das wird knapp, würde ich mal sagen. Dann vielleicht. Gut, die funktionieren zumindest. Das heißt, die Prisoners, die kommen einigermaßen ordnet dann hier rein Objects. Und zwar hätte ich gerne Licht hier, 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 hier. Was ist denn, Leute, was ist denn da unten los? Jetzt mal for real hier. Achso, hier auf jeden Fall. Rooms. Common Room. Da war doch noch... Da, warte mal. Da war doch was gewesen. Morgue. Das ist auch neu. Oh je, sterben die jetzt alle? Dann auch? Oh, eine Kantine brauchen wir auch. Gibt's da irgendwie was? For real. For real? Na, das fängt gut an. Na gut, alles klar. Alles klar. Ja, was ist denn los hier? Was ist denn hier los? Da habe ich wieder Mist gebaut. Ist ja super. Ist ja ganz toll. So, Leute, jetzt mal, also, kommt der jetzt dahin?
Da würde ich eigentlich gerne. Eine Yard war das, genau. Wo ist die Yard? Yard. Hier ist die Yard. Yard. Und zwar kann man die ja direkt hier vorne dran machen. Einfach so als Feld. Zack, zack, zack. Da kann man natürlich dann auch. Was machen wir denn da hin? Da so Stone. Metal. Nee, Metal Floor ist ein bisschen böse. Muss ich zugeben. Also es ist ein bisschen böse, das machen wir natürlich nicht. Da kommt ein richtiger Boden rein. So, Leute. Da muss natürlich auch, aber da kann eine normale Door rein. Ne, eigentlich könnte man das so lassen. Und dann könnte man Demolish Wall. Haben die kein Material mehr? Das sieht so aus, irgendwie. Na supi. Na supi, supi, supi. Was können wir denn sonst noch bauen? At least two guards, at least two chefs. Ja. Oh je, oh je, oh je, oh je. Habe ich mir direkt da das Schwierigste wahrscheinlich direkt rausgesucht. Wollte da Geld absagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Right-click to cancel. Mach das mal alles hier weg. Ich glaube, ich muss da ein bisschen vorstellen, leider. Das ist da alles grün, schon überwuchert und so. Eigentlich möchte ich noch keinen Hausmeister hier beschäftigen. Na gut, kann ich auch noch nicht. Gut. Dann hat sich das erledigt. Oh je. Und wir rennen jetzt schon in der ersten Folge hier der Zeit davon. Oh je, oh je, oh je, oh je. Kann ich hier irgendwie. Kann ich irgendwie Dingens bestellen oder so? Kann ich hier Zeug bestellen? Muss ich Zeug bestellen? Irgendwie kommt hier nichts, oder? Sell Object? Was ist denn das? Ein Object? Nein. Oh je. Oh je. Na, das wird super hier. Foundations. Also ich glaube, die warten auf irgendwas. Weil arbeiten tun die. Ach so, warte mal, brauche ich vielleicht hier so ein Storage? Brauche ich ein Storage? Oh oh. Oh oh. Oh oh, da wird's jetzt Zeit. Halt, nein, falsch, 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 falsch. Einen Guard, nee, zwei Guards. Oh oh. Einen Koch. Brauchen wir auf jeden Fall. Oh Mann. 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 Haben die alle Sleep? Die haben keine Betten. Oh oh. Oh oh. Ich lose voll ab. Ich lose sowas von ab. Also sowas von. Das glaubt ja keiner. Oh Gott, das sehe ich jetzt schon. Feed all prisoners. Oh. Uiuiuiuiui. Wann kommt denn da jetzt? Da kommt Zeug. Aber da kommt Essen. Ach so. Ja, da kommt Essen. These two chefs. Ja, zwei Köche. Es bräuchten wir nur noch eine Küche. Oh je. Oh je, oh je.
Da kann einfach eine Tür rein. Und dann... Ach, da bauen sie jetzt. Oder wie? I don't get it. Habe ich da irgendwas verpasst? Habe ich irgendwas verpasst? Naja, gut, okay. Das scheint so zu funktionieren. Die Gefangenen werden hier reingebracht, endlich. Das heißt, endlich, die warten ja draußen. Und irgendwie kommt da keiner durch. Öffnen. Okay, ja, da ist natürlich noch keine Küche und so. Das wird jetzt erst fertig gemacht. So, das ist jetzt wunderbar. Dann machen wir nämlich hier jetzt noch so eine Trennwand hin. Und dann hier... Nee, Quatsch, das war totaler Mist. Das war natürlich totaler Mist. So, weg damit. Und zwar kommt hier Serving Table. Wie rum kommt denn das? So rum kommt das. Ich glaube, die brauchen nämlich ein bisschen Platz hier. Um dafür den, für den Cooker. Einmal für die Fridge. So. Und für was denn noch? Oh je. Oh je. Hier vielleicht dann hin. Ich bin total überfordert im Moment schon. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Naja, gut. Okay, was ist denn. Was ist denn das hier eigentlich? Jetzt mal. Jetzt mal hier so für reell und so. Demolish Walls. So, da wird der Strom noch hingebaut. Das ist alles wunderbar. Wieso? Wieso geht denn das hier nicht? Rooms. Vielleicht, wenn ich... Rooms möchte ich gerne. Vielleicht, wenn ich... Hier, Shower. Das wollte ich haben. So, dann wird... wo war's denn jetzt? Och, Menno. Da ja. Kantine. Und... Wo hab ich's gesehen? Wo hab ich's gesehen? Kitchen. Und... Das hier Kitchen. Beziehungsweise das hier auch noch Kitchen. Das ist okay. Objects. Dann brauchen die natürlich hier auch... Mann, 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 Mann. Kann ich vielleicht hier einen Metalldetektor machen? Eigentlich wäre das gar nicht mal so doof. Eigentlich wäre das gar nicht mal so doof, wenn ich hier einen Metalldetektor reinsetze. Denn dann sehe ich direkt... Ach, die haben Hunger. Sehr Jungs. Dauert leider noch ein bisschen. Oh Gott. Oh Gott. Die nehmen mir gleich alles auseinander. Das sage ich euch. Das sage ich euch. Aber ich sehe schon, wir sind extrem... ja, Instant Metalldetektor. Das ist wunderbar. Wir sind extrem unter Zeitdruck. Ich spiele jetzt schon wieder eine halbe Stunde. Ich würde sagen, was fehlt dir? Failed Showerhead. Ja, ja, das machen wir alles noch. Ja, hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Das wird einiges noch an Spaß geben. Das sage ich euch. Das wird noch lustig hier. Hinterlasst ein Like, kommentiert, teilt uns, abonniert uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Afghandil. Tschüss.